Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wieder auf der Couch. Ich hoffe, gemütliches Quatschvideo für dich. Diesmal geht's um das Thema Stative. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's um das Thema Stative. Ja, gestern war wieder eine Kundschaft da und hat mich gefragt, hey Max, hast du vielleicht zufällig irgendwo ein Stativ herumliegen, das du nicht mehr brauchst? Und ich sagte ihm, nein, ich brauche die alle selbst. Ne? Und dann kam mir ein Thema wieder, ist mir wieder eingefallen, kommt eigentlich bei jedem, ja fast jedem Workshop vor, welche Stativ soll ich kaufen oder hey, welche Stativ hast du und so weiter. Ja? Dreht sich immer um Stative. Ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe auch ganz viele gekauft, ganz viel Geld ausgegeben und bis dann endlich mal was dabei war, oder bis ich dann einmal selbst wusste, was ich überhaupt wollte. Ja. Und ich habe hier jede Menge Stative herumliegen. Sieht man da auch ein Bild. Gimbals und jede Menge Sachen liegen hier am Tisch herum. Und ja, ich zeige dir einfach ein paar Sachen und werde dir einfach erzählen, nach welchen Kriterien ich mir diese Teile ausgesucht habe. Ja. Gut, einfachste Stativ. Das sind diese Spaßteile hier. Aluminium kosten ein paar Euro, findest du überall. Gibt es auch im Internet zu kaufen, jedes Elektronikgeschäft. Sind einfach ganz wackelige Spaßstative. Ja. Hin und wieder toll zu gebrauchen, um einfach Fotorequisiten irgendwo aufzutrapieren oder einen kleineren Reflektor irgendwo zu montieren. Dafür diese Teile hier. Lichtstative, Lampenstative in groß und klein, Billigsdorfer und ja, auch nicht das Gelbe vom Ei. Hat den Zweck eigentlich, ich brauche im Studio einen großen Standfuß, ja, oft sind schwere Lichtformen und so weiter drauf. Große Standfläche und ja, was mir ganz wichtig ist, dass diese Gelenke hier eben nachzuspannen oder nachzuziehen sind. Ja, die leiern mit der Zeit aus und dann soll man da ein bisschen nachjustieren können. Aber das sind so die kleinen Teile. Ja. Das Wichtigste eigentlich, mein Fotostativ. Ja, das ist so ein Riesenteil, groß, schwer, Hersteller egal, wie bei allen Geräten funktionieren soll es. Dieses Teil habe ich mir zugelegt vor vielen, vielen Jahren, ich glaube schon fast vor 10 Jahren, eben aus folgendem Grund, weil ich dann schon wusste, was ich wollte. Und diese Tipps gebe ich eigentlich immer weiter, einzeln weiter und ja, jetzt dachte ich mir, jetzt gebe ich es dir mal in einem Video weiter. Folgende Auswahlkriterien. Ich wollte einen Panorama-Kugelkopf. Ja, mir geht es jetzt da weniger um die Skala, die auf der Seite drinnen ist, wie viel Grad. Da siehst du dann eben Bildausschnitt, wenn du fährst. Der Vorteil ist allerdings, wenn du den Kugelkopf fixierst, dass du wirklich drehen kannst. Ist dir kein Nodalpunktadapter oder sonst irgendwas, einfach nur ein Kugelkopf, den man drehen kann. Festziehen kann. Der Kugelkopf, ich weiß jetzt nicht genau, welche Traglast der hat. Ich bin damals ausgegangen, ich habe den schwersten Body genommen mit Batteriegriff und dem schwersten Objektiv, das ich hatte. Das Ganze auf die Waage gestellt und das Ganze mal 2. Das war mein Mindestanspruch für den Kugelkopf. Es gibt hier billigere Kugelköpfe, die fangen mit der Zeit, auch wenn man sie zuzieht, ja, fängt sich der zu bewegen an. Und das ist echt nicht lustig mit einem Teleobjektiv drauf. Ja. Daher ein wirklich großer, schwerer Kugelkopf mit einer Standardplatte drinnen, die hinten einfach zum Zuziehen ist. Ich wollte einen Kugelkopf. Für Video wird wahrscheinlich eher ein 3-Wege-Neiger besser sein oder spezielle Aufsätze. Soll allerdings komplett egal sein, weil, wenn du ein richtiges Stativ hast, kannst du jeden Kopf oben drauf montieren, den du gerne hättest. Ja. Ich sehe gerade mein Teleobjektiv vor mir. Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Bitte vermeide diesen Fehler. Standardbody mit Standardobjektiv kannst du so draufschrauben. Von der Seite her überhaupt kein Thema. Für Teleobjektive gibt es dann hier diese Ringe. Je nach Hersteller bitte auch achten, wie das Teil drauf gehört. Und dann wird allerdings, so, ich hoffe richtig drauf, ja. Ganz wichtig, bitte mit dieser Stativschelle
das Objektiv montiert und da kommt dann der Body rauf, ja, und nicht hier, weil sonst wird das vorne einfach zu kopflastig, ja, und dann kann dir wirklich passieren, dass auch ein starker Kugelkopf, dieser hält es aus, ja, aber anfängt mit der Zeit nach unten zu wandern, ja, sieht dann bei Langzeitbelichtungen und Co., ja, sehr unlustig aus, weil verwackelt. Darauf wirklich achten, ist bei Teleobjektiven eigentlich immer dabei. Dann, was war mir noch wichtig, ja? Ich wollte diese Mittelstange, die sollte unbedingt lange genug sein und ich wollte sie auch unbedingt zum Rausnehmen haben, weil gerade in der Natur- und Landschaftsfotografie oder wenn ja, ein Marienkäfer am Boden herumkrabbelt, ja, will ich ganz unten am Boden fotografieren und ich komme einfach mit egal welchem Objektiv, ja, da einfach weil die Stange unten ist, komme ich einfach nicht so weit runter. Ja, sieht man das hier? Gut. Ich komme einfach nicht so weit runter, auch wenn ich es ganz auf die Seite klappe, ich stehe hier immer an. Ja. Und hier ist die Möglichkeit, das Ganze umzudrehen. Die Kamera wird dann trotzdem normal drauf montiert. Das Foto kann man dann ja drehen. Und jetzt kannst du die Kamera unten drauf montieren oder am besten schon vorher und kannst wirklich ganz am Boden unten fotografieren. Hier ist auch noch, sehe ich gerade, ein Gewindeeinsatz, den dürfte ich schon mal verloren haben. Da kann man zum Beispiel noch entweder eine Verlängerung anmachen, dass man noch höher wird oder auch weiter runterkommt und sonst einen kleinen Haken, um den Rucksack zu fixieren. Das Ganze habe ich wieder anders gelöst. Ich habe hier eine kleine Schlaufe dabei, es ist einfach eine Rebschnur, kommst du überall. Und bei meinem Fotorucksack auf der Seite habe ich immer Karabiner mit, entweder im Steilgelände zum Beispiel, um den Rucksack zu fixieren oder um den Rucksack hier einfach raufzuhängen. Und ja, das Gewicht erschwert mir dann das Stativ und fixiert mir das dann auch. Was ich noch unbedingt wollte, und jetzt kommen schon so lauter Kleinigkeiten, die vielleicht günstigere Stative auch haben oder sehr günstige Stative haben oder auch nicht. Und das oder auch nicht ist der kleine Unterschied. Ja? Dreibein ist fein. Drei Beine wollte ich auf jeden Fall haben. Ein Einbeinstativ oder ein Monopod ist auch sehr praktisch. Ah, dazu komme ich noch. Dreibeinstativ unbedingt. Und ich wollte nicht nur die Beinchen hier auf die Seite klappen, sondern die sollen wirklich komplett flexibel sein und nicht hier irgendwo, so wie da hier, aufhören, sondern wirklich komplett flexibel sein. Es hat den Vorteil, wenn du jetzt im steilen Gelände bist, dass du ja auch die Kamera oder das Stativ so montieren kannst und auch sehr nahe wieder an die Oberfläche rankommst. Alle drei Beinchen sind zu verstellen und in alle Richtungen zu drehen. Unten mit dem Schnellverschluss kann man hier das auseinanderziehen und auch ordentlich fixieren. Das sollte ihr wirklich nicht nachgeben und wenn, nein, habe ich nachgestellt letztens, unbedingt, ja, das war mir eines der wichtigsten Sachen überhaupt, nachdem mir ein Stativ, das gar nicht so günstig war, nach, ich schätze mal, circa einem Jahr angefangen hat zusammenzusacken, ja, alle Gelenke, die da sind, sind einzeln mit Schrauben versehen und die kann man jederzeit nachspannen. Mit einem Standard-Innensechskantschlüssel oder Standardwerkzeug, was man einfach mithaben sollte. Alle Elemente, die in dem Stativ drinnen sind, sind auch zu zerlegen und auch zu reinigen. Reinigen warum? Naja, wenn du im Wasser fotografierst oder im Schnee oder im Salzwasser, im Laufe der Zeit lagert sich da jede Menge ab. Hoffentlich nur Schmutz, feiner Schmutz, der mit der Zeit rausgeht, aber es wird dann auch mal mehr und dann kannst du das wirklich zerlegen, in der Dusche einmal durchschwemmen, trocknen lassen und fertig. Die Beinchen unten sind einmal mit Gumminoppen, was natürlich der Kunde sehr zu schätzen weiß, wenn du irgendeine eine Immobilie zu fotografieren hast und da ist ein teurer Holzboden drinnen oder eben diese Spieße, wenn du wirklich in, ja, ich sage mal Asphalt oder so irgendwo bist, dass du wirklich schönen, satten Halt hast. Ich glaube, das waren jetzt mal so die groben Key Facts. Also Kopf auf jeden Fall extra, den habe ich auf jeden Fall extra besorgt und ein Dreibeinstativ. Warum Dreibeinstativ und kein Monopod? Ja, weil du kannst das auch, wenn du nur einen Fuß ausfährst,
auch hier als Monopod nutzen. Allerdings in diesen Situationen, wo ich ein Stativ bräuchte und kein Dreibein mitnehmen darf, zum Beispiel Bahnhöfe, Museen, keine Ahnung, überall, also meistens wird man bei einem Empfang schon nett begrüßt, wenn man mit einem Dreibein reingeht, dass man es nicht mit reinnehmen darf, dann ist mir das Teil sowieso zu unhandlich und zu groß. Ja? Da gibt es dann kleinere und andere Möglichkeiten. Das Geld habe ich mir gespart, dafür wirklich in ein ordentliches Dreibein investiert. Was gibt es noch? Ja, das ist so eine Aluminium, Magnesium, keine Ahnung was, Legierung. Relativ schwer, auch der Kugelkopf ist ziemlich schwer. Ist kein Reisestativ, absolut nicht. Ja. Mein Reiserucksack ist auch immer dabei. Nein, definitiv, das Teil kommt nicht in den Reiserucksack rein. Das ist wirklich nur für kurze Strecken, ich sag mal, Stunde Gehzeit oder direkt beim Kunden irgendwas aufbauen. Dafür steht es bombenfest. Ja. Also da ist mir, ja, und wenn ich irgendwo ein Foto haben will und ordentlichen Halt haben will, dann schleppe ich das Teil auch mit. Ja. Kommt mir gerade, habe ich auch mal gemacht. Ja, dann ist schwer gut und dann soll das auch ordentlich halten. Gut, was gibt's noch? Ja, Carbon, Aluminium, Holz. Ich habe mich damals dann auch, nachdem ich diverse Fehlkäufe hatte, wirklich auch bei anderen Fotografen nachgefragt und auch bei Natur- und Landschaftsfotografen und gefragt, hey, was habt ihr so für Stative oder was wäre das Beste? Ja? Und einheitlich wurde mir geraten, ein Holzstativ. Und ich werde es dir dann im Blog-Eintrag, also im Blog-Eintrag siehst du noch jede Menge verlinken. Schau dir auch mal die Preise an von den Holzstativen, die kosten richtig Geld, haben allerdings dadurch auch einen riesen Vorteil, also nicht weil sie teuer sind, sondern weil sie aus Holz sind, und zwar, dass sie Schwingungen aufnehmen und dämpfen eben natürlich. Ja. Gerade das Fotografieren neben Bundesstraßen oder Autobahnen, da kann je nach Untergrund, können die Vibrationen von den Lastwagen und Co. über mehrere hundert Meter übertragen werden. Und ja, da eine Langzeitbelichtung zu machen, viel Spaß. Also die Vibrationen hast du überall. Das geht mit dem relativ gut, weil eben diese Gummifüßchen unten sind. Und dann verwende ich auch am Asphalt die Gumminoppen unten, um hier möglichst viel Vibrationen wegzubekommen. Ha, fällt mir gerade ein. Übertipp Nummer 1. Bildstabilisator aus. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Egal, ob der Bildstabilisator im Body oder im Objektiv drinnen ist, beim Fotografieren mit Stativ, Bildstabilisator immer ausschalten. Gut, Holzstativ wäre natürlich perfekt, war mir viel zu teuer. Carbonstativ ist echt sexy, ja, kann was, mega leicht, also auf einem Finger balancieren, überhaupt kein Thema. Carbon war mir allerdings gerade für draußen und im felsigen Gelände, Berglandschaft, Natur und so weiter, ja, Schaden ist vorprogrammiert. Das Carbon war da nicht meine erste Wahl. Wenn du sagst, okay, für Aufnahmen in der Stadt oder so oder in relativ stoßfreier Umgebung, soll es von mir aus auch ein Carbon-Stativ sein. Ja, und Aluminium war mir einfach, also reines Aluminium ist auch sehr leicht, die waren mir alle zu klapprig. Wenn du was Besseres hast, was anderes hast, gib mir Bescheid. Sehr gerne. Also wir können uns gerne austauschen unten in den Kommentaren. Mich interessiert auch dein Feedback. Unbedingt. Was war noch dabei? Schauen wir noch Punkte, was wir hatten. Größe. Ja, die Gesamtgröße. Was mich bei den Stativen, die ich vorher hatte, immer störte, gerade bei Landschaftsaufnahmen, wo der Blickwinkel relativ egal ist, relativ, ja. Also komplett egal, ob ich jetzt da 10 cm höher oder tiefer bin, bei Panorama zum Beispiel. Ich wollte gerade zur Kamera hinstehen. Dass ich wirklich Stativ hoch genug ausfahren kann. Hier oben kommt dann noch der Body drauf und ich kann gerade in den Sucher da hinten auf das Display schauen und ich mag mich nicht die ganze Zeit runterbücken. Ja. Das wird, da reichen ein paar Stunden fotografieren schon, das wird einfach sehr, sehr mühsam. Ich bin 1,85, das Teil geht, glaube ich, bis 1,80. Es kommt dann oben noch der Body rauf und somit bin ich immer hoch genug, dass ich gerade in die Kamera schauen kann oder sogar höher. Ja, ich glaube, das geht sogar noch höher. Also auch wirklich auf die Höhe vom Objektiv, vom Stativ schauen.
kommt auch gut zum Beispiel für Gruppenfotos, ja, dass du wirklich von oben schön runter fotografieren kannst. Und da sind einfach Stative mit 1,40, 1,50, 1,60 einfach viel zu niedrig. Ja, das war die Wahl für dieses Stativ. Gewicht, wie schon gesagt, war mir relativ egal. Beweglichkeit war mir sehr, sehr wichtig, eben von den Füßen her. Oder in kleinen Bächen zum Beispiel. Ja. Da kannst du oft nur einen Fuß in den Bach reinstellen oder ein Bein, die anderen zwei irgendwo ins Gelände rein. Die Gelenke sind zum Schrauben. Unbedingt, den Panoramakopf wollte ich auch, war hier harte Spitzen unbedingt. Ja, die Ersatzteile, Standardgewinde drauf, die Schrauben, bei dem Stativ habe ich nachgeschaut, soweit es der Hersteller beschrieben hat auf der Homepage. Hier sind wirklich Standardschrauben verbaut, Standard-Innensechskantschrauben, klassische Maschinenbauteile, die du eigentlich sogar im Baumarkt oder sonst irgendwo ganz normal beim Händler deines Vertrauens findest und nicht zwingend sehr, sehr teuer beim Originalhersteller nachkaufen musst. Drei- oder Vierbein-Stativ, ja, Dreibein, also ein Bein ist gut, Monopod ist okay, dann fehlt allerdings immer eine Achse zum Abstützen und ansonsten habe ich da kleinere Stative, die zeige ich dir dann nachher noch. Und Zweibein fällt um, Dreibein steht super, Vierbein, ja, denk dran wie ein Sessel. Ein Sessel mit vier Beinchen steht auch noch besser, allerdings ist ein Bein mehr, zusätzliches Gewicht und zusätzlich eben genau gerade bei unebenem Hintergrund, Untergrund noch mehr zum Einstellen. Ja, alles soll zum Reinigen sein, das passt auch. Preisklasse, ja, ich sehe immer wieder so bei Händlern irgendwo der Elektronikgeschäft, das ist ja meistens so kurz vor der Kasse, also gleich wie im Supermarkt Überraschungseier, darf man das sagen, vor der Kasse sind, um die Kinder anzulocken, stehen auch meistens noch so kleine Videostative, steht dann auch dabei, um 10, 20, 30 Euro. Ja, kauf du von mir aus eines, dann weißt du, dass du es wahrscheinlich nicht brauchst, ja? Ansonsten diese Teile findest du auch auf Flohmärkten, in Internetforen, überall gebraucht, geschenkt. Also ich habe meine alle verschenkt, ja. Ich wollte dann nicht mal mehr Geld haben dafür. Katastrophe, nie mehr. Ja. Wenn du so einen Anwendungsbereich hast, ist okay. Ja. Stabilität war mir auch noch wichtig. Wenn du wirklich in einem Fachgeschäft bist, stell das Dreibein oder dein Stativ wirklich auf. Nimm von mir aus auch deine Kamera mit und versuch mal, wenn die Kamera montiert ist, da ein bisschen zu wackeln. Das soll einfach, wenn das Teil aufgebaut ist, bombenfest stehen. Ja. Also es gibt ja wirklich Stative, die teuer sind, die auch sehr wuchtig aussehen und im Endeffekt eigentlich, wenn man dann auf die Kamera drauf tippt, das ganze Stativ fängt dann zum Wackeln an. Ja? Gut, dann habe ich die im Blog-Eintrag, unten sind noch ein paar Videos und jetzt zeige ich dir, was ich sonst noch alles mit habe. Ich glaube, da habe ich jetzt da alles erklärt. Wenn es Fragen gibt, einfach melden, schreiben, keine Ahnung, wie du möchtest. Ich habe dir auch noch so ein Tischstativ, ein kleines. Müsste eigentlich schon irgendwo auch auf der Homepage sein, im Blog sein. Das ist wirklich optimal für Reisen, für unterwegs. Das ist auch in meinem Reiserucksack drin. Fällt auch auseinander, ist mir komplett egal. Kostet ein paar Euro. Ist ein Aluminiumstativ. Steht relativ gut, reicht für unterwegs vollkommen. Also in Mallorca, dort auf Mallorca hatte ich das auch mit. Hier kann man auch die Beinchen verstellen. Reicht optimal, um wirklich schnell, ja, der Terrasse irgendwo dann mehr schnell ein Stativ aufzubauen und es funktioniert. Es ist okay. Kann genau das, was es können soll. Leiert natürlich mit der Zeit auch aus. Der Panoramakopf, ja, steckt schon, da ist noch irgendein Gel drinnen. Kugelkopf ist relativ fest, ist aber egal, da kommt auch nicht meine schwere Kamera drauf, sondern vielleicht nur die kleine Spiegelreflex, was ich für unterwegs wirklich habe. Oder eben nur das Handy zum Filmen oder Fotografieren. Reicht für unterwegs vollkommen. Dann habe ich hier noch extra eben einen alten Kugelkopf, der mir einfach zu wenig Halt gab. Der ist hin und wieder auch toll, den schraube ich auch auf solche Stative drauf. Oder hier habe ich noch ein kleineres, hier gerade ein Mikro drauf montiert. Das ist wirklich ein Spaß-Tischstativ. Reicht mir absolut aber, um ein Mikrofon für Podcasts und so weiter zu montieren. Das hält natürlich den Kugelkopf nicht mehr aus. So, was habe ich hier noch?
Ja, mein Liebling, das Teil ist immer dabei. Nein, das ist ja keine Dauerwerbesendung, sondern ich zeige dir einfach, was ich habe. Die Sachen nutze ich auch regelmäßig. Diesen Gorilla-Bot, den man hier auch zerlegen kann, das ist auch schon ein paar Jahre alt, ja. Also das Teil ist wirklich optimal für Reisen. Den kannst du bei einem Sessel raufmontieren, bei einer Straßenlaterne, an eine Mülltonne, das habe ich noch schon alles gemacht, ums Handgelenk. Also da gibt es dann unten im Blog-Eintrag noch ein Video dazu. Das Teil ist immer dabei. Hier kommt auch die Handy-Selfie-Halterung rauf, um hier so von der Weite zu filmen. Ja, das Teil ist immer dabei. Mikro raufschrauben, ein kleiner Baum reicht auch und du kannst das Teil draufwickeln. Dann, ja, Selfie-Stick. Ist auch eine Art Stativ, ja. Auch, kann auch als Monopod dienen. Ist nicht so hoch, reicht aber zumindest schon mal, um ein bisschen nach unten abzustützen. Und natürlich Klassiker, Selfie, ganz klar. Das sind so die drei Reisestative, die ich immer mit habe. Und dann, ja, ein Gimbal, ein mechanischer. Den verwende ich seit dem Teil hier kaum noch, nein, eigentlich nie mehr. Ist auch recht fein. Das Einrichten allerdings ist sehr mühsam, also bis da wirklich die Gewichte austariert sind und so weiter. Ja, zum Filmen ziemlich nice, hält auch die große Spiegelreflex aus. Bis zu einer gewissen Brennweite kommt man gerade, die Platte oben kann man hier auch verschieben. Ist okay, funktioniert wirklich mit der Spiegelreflex ganz gut. Einrichten, wie schon gesagt, ziemlich aufwendig, erfordert ein bisschen Übung. Kann man allerdings auch nutzen, um es wirklich auf einem Tisch zu stellen und ja, gerade so, ja, bei Produktfotos nehme ich es hin und wieder gerne, wenn ich auf einer Tischplatte oder auf einem geraden Untergrund fotografiere, weil ich hier dann mit dem Dreibeinstativ nicht so nahe an den Tisch rankomme. Allerdings kann ich dieses Teil am Tisch hinstellen und dann hier wirklich auf Millimeter variieren. Nicht die optimale Möglichkeit, funktioniert allerdings. Und ja, für Videos, wie ich jetzt da allgemein Videos mache. Wow. Ach, das ist geil. Ich liebe das Spaßteil. Ein elektronischer Gimbal mit Servomotoren drinnen. Einfach perfekt. Filmen, fotografieren, die Kamera bleibt immer gerade. Und hier ist schon so ein Dreibein. Schau ich jetzt da aus. Hier ist schon so ein kleines Dreibeinchen dabei. Und wenn ich wirklich irgendwo unterwegs bin, kann ich auch, dann habe ich auch oft noch mit, so ein kleines Stativ und kann ich hier genauso, weil es der gleiche Gewindeanschluss ist, auch auf ein Dreibein stellen und dann wirklich leichte Kamerafahrten und so weiter machen. Oder was auch gut geht, ja, eben diese Armverlängerung dann zum Filmen und oder Fotografieren. Das Ganze funktioniert mit dem Handy recht gut. Ja, ich denke mal, das waren jetzt da die Punkte. Ich schreibe dir alles nochmal im Blog-Eintrag zusammen und hoffe, ich konnte viele deine Fragen beantworten. Solltest du noch Fragen haben, melde dich einfach bei mir. Gut, ciao, bis zum nächsten Mal.